unter fast Laborbedingungen, so sagt es Rico Groß, stattfinden können. 14 Mannschaften insgesamt mit dabei. Die Startnummern werden verteilt gemäß der Reihenfolge der ersten Staffel dieses Winters. Die gab es in Position für Italien. Oh, jetzt geht's hier holter die Polter, der Countdown läuft. Alle Mann in Deckung. 14 Staffeln sind unterwegs in Richtung Rennsteig. Das erste Rennen des neuen Jahres ist gestartet. Jetzt darf geskatet werden mit der 2 hier vorne im markanten Laufanzug der Französinnen Marie Dorin-Aber auf Position 1. Lautstarker Start schon mal entlang der Haupttribüne, dann geht es hinter dem Schießstand entlang und das. Hat noch gar nicht angefangen. Andrea Henkel hat schon getroffen, aber jetzt der erste Fehler, auch bei der Französin. Bislang noch keine Staffel hier ohne Fehler. 3 Patronen haben die Athletinnen, um nachzuladen, um eine Strafrunde zu vermeiden. Italien jetzt als erste durch, dann die Französinnen, dann Norwegen und auch Andrea Henkel. Alles dicht beieinander, noch keine Strafrunden. Hier vorne liegt Anna Bogali Titovets, die Russin. Die hat es jetzt auch bei Polen, da droht die Strafrunde. 4 Fehler schon und nur noch eine Patrone für die Polin Christina Palka. Weißrussland jetzt durch, auch die Slowakei und die Polin muss zum ersten Mal hier in die Runde. Links bei diesem stehenden Anschlag gelingt. Dorin-Aber hat etwas langsamer geschossen, früher angefangen und hat alles getroffen. Der Henkel mit dem späten Beginn, dem einen Fehler, dem einen Nachlader und der reicht leider nicht. Fehler auch bei den anderen Staffeln. Frankreich ist weg. Jetzt macht sie spannend. Trifft sie jetzt nicht, muss sie in die Strafrunde. Auch bei den anderen viele, viele Fehler angezeigt durch die gelben Punkte. Jetzt hat sie es und schwer zu hören am Jubel der insgesamt 19.000 Zuschauer hier beim Start ins Jahr 2012. Oh ja, Fanny Horn hier vorne, die Norwegerin, hat ihre Probleme, muss auf jeden Fall einmal, jetzt sogar zweimal in die Runde. Das heißt, sie verliert mindestens mal 50 Sekunden. Schwer also den Sieg aus Hochfilzen zu verteidigen, wenn man gleich auf der ersten Runde richtig Rückstand bekommt. 4 sind weg. Frankreich, Slowakei, Italien. Der Henkel auf 2. Jetzt Tschechien und Russland auf den Rängen 5 und 6. Vorne mit der 8, das ist die Ukrainerin Olena Pidruzhna gewesen. Bulgarien hat also auf die veränderten Bedingungen gegenüber dem Anschießen reagiert. Und dennoch beginnt sie mit einem Fehler. Schüsse gebraucht, um sich einzugrooven. Jetzt war sie mittendrin im Schwarzen. Auch der letzte, fast eine glatte 10. 2 Fehler Frankreich, Chance für Tina Bachmann. Da hat sie nicht ganz konsequent repetiert. Da verklemmte sich die leere Patronenhülse, wurde nicht rausgeschleudert. Also war kein Platz da für die neue, die aus dem Magazin ins Schloss geführt wird. Aber jetzt, klasse, wie routiniert, wie cool sie das gemacht hat. Tina Bachmann geht in Führung und die Französin muss in die Strafrunde. Also Führungswechsel, was für ein Paukenschlag. Deutschland jetzt in Führung, die Slowakei dahinter, Jana Gierikova. Anaïs Bescon muss einmal kreiseln, 150 Meter, das bedeutet, da gehen ihr mindestens mal 25 Sekunden verloren. Slepcová, die so Dampf gemacht hatte auf den ersten 2 Kilometern, muss jetzt einmal nachladen. Immer wieder gut zu sehen, die Athletinnen versuchen überhaupt nicht mehr aus dem Anschlag rauszugehen, kippen nur so ein bisschen nach rechts ab, um die neue Patrone nachzuladen, einzeln. Ja,
Tsatsis. Neue Reihenfolge also wie avisiert. Deutschland, Slowakei, Frankreich und dann Russland. Die nächsten sind da. Mit Tschechien, mit Italien, Polen. Die Rumänin hat sehr schnell geschossen. Klasse Vorstellung von Eva Tovalvi. So, jetzt hat die Tschechin hier vorne, Tomischowa, noch eine Patrone für die letzte Scheibe. 45 mm im Durchmesser. Gerade mal von der Schippe gesprungen. Auch die Polen ist auf der Strecke. Deutliches Stöhnen im Publikum. Gut hörbar also die Fehler für Tina Bacher. Gut für sie, dass auch die anderen hier Fehler schießen. Jana Gerikova einen, die Französin Descon schon deren zwei. Tina Bachmann hat jetzt noch zwei Patronen für eine Scheibe und jetzt die Slowakin fertig. Führungswechsel. Aber nur knapp dahinter Deutschland und Anna Espascon muss schon wieder in die Strafrunde. Da ist der Wurm drin heute bei der jungen Französin. Tut mir richtig ein bisschen leid. 24 Jahre jung aus Morbier und das hier ist Svetlana Slepcová. Die versucht jetzt mit Schnellfeuer ein bisschen Boden gut zu machen. Ja, hat sie gut gemacht. Aus Rantimansisk, dort wo im letzten Winter die Weltmeisterschaften stattfanden. Und wird jetzt sicherlich auch noch an Frankreich vorbeikommen. Also Slowakei vor Deutschland. Dann schauen wir mal, Slepcová jetzt auf Rang 3. Die Französin kreiselt immer noch. Oha, derber Dämpfer für die Hoffnungen Frankreichs. Anaïs Bescon. Norwegerin Elise Ringen jetzt fertig mit dem Schießen, macht ein bisschen Boden gut, ein paar Plätze auf jeden Fall. Italien jetzt kurz vor der Strafrunde. Die Italienerin muss treffen. Kommt Zaitseva. Die Russin also deutlich auf 2 schon vorgelaufen. Schwer zu hören, der Sturm frischt wieder auf. Bläst hier von links rein. Jetzt muss man cool bleiben, die Böen abwarten. Das hat sie super gemacht. Diese 3 versenkt. Zaitseva hat noch 2 Scheiben. Ja, wunderbar gemacht. Den Wind ausgebremst. Sabrina Buchholz bleibt vorn. Was macht Zaitseva? Die muss jetzt treffen, sonst droht die Strafrunde. Und wieder ist die Slowakin vorbei. Martina Chrapanova, die Zaitseva auf der Strecke passieren lassen musste. Und das wird wahrscheinlich gleich wieder so sein. Hier ist Sunöve Solendal. Die hat jetzt volles Risiko geschossen, sehr schnell. Frankreich mit Marine Bollier vorbei an Norwegen. Acht, neun, 10 Sekunden gehen pro Schuss mindestens verloren, den man nachladen muss. Also 20 Sekunden für Sunöve Solendal. Vorteil Buchholz jetzt. Ui, bis dahin sehr, sehr stark. Zaitseva hat ihre liebe Mühe und Not. Hat zu schnell begonnen offenbar, hat den Wind unterschätzt. Der ist zwar nicht mehr so stürmisch wie vorhin,
aber immer noch da. Und Sabrina Buchholz muss jetzt nochmal nachladen, aber noch kein Grund zur Panik. Noch hat sie zwei Patronen für eine Scheibe. Bei Russlands sieht es bedrohlicher aus. Sabrina Buchholz bleibt vorn, dicht gefolgt von Olga Zaitseva. Das hat sie klasse gemacht, die Oberhoferin. Wunderbar in diesem Duell mit Olga Zaitseva. Und das nächste steht hier. Synnøve Solemdahl, die Norwegerin, gegen die Französin Marine Bollier dahinter. Und dann die junge, unerfahrene Slowakin, die wird jetzt weiter zurückfallen. Frankreich ist durch, Rang 3. Und Synnøve Solemdahl. Diese vier alle noch mit Siegchancen. Bei der Slowakin schwinden jetzt die Kräfte. Wackelt da im Sturm von Oberhof immer mehr hin und her, muss aber nicht in die Runde. Also Achtungserfolg für Martina Hrapanova. Rumänien ist da, dann Weißrussland und Polen. Burina. Schmaus, dieses Liegenschießen der beiden. Ganz cool auch von Magdalena Neuner. Nach dem vierten Schuss nochmal abgesetzt, ein bisschen gewartet, nochmal das Auge beruhigt und getroffen. Neuner und Viluchina sind weg. Tura Berger schießt auf Angriff. Alles, was geht, das war recht schnell. Bis hin zum letzten auch alles getroffen. Auch das Nachladen bei ihr geht im Handumdrehen. Jetzt hat sie es. Tura Berger bleibt in Sichtweite. Das ist Sophie Bourrier. Auch erst 22 Jahre jung. Gute Schützin wie fast alle Französinnen. Ausnahme heute Anaïs. Letztes Schießen des heutigen Abends. Noch eine Stehenserie. Und nochmal so, wie sie in dieser Saison schon so oft geschossen hat. Schon zwei Siege hat sie, die Führende des Gesamtweltcups. 26 Weltcupsiege insgesamt. Und hier zählen allesamt nicht. Hier steht sie ganz allein, wie Viluchina noch nicht da. Noch fünf. Immer noch fünf. Und immer noch fünf. Jetzt wird's kribbelig. Jetzt muss sie alles treffen, sonst droht die Runde. Das Orakeln hilft nichts, hat sie zu schnell begonnen. Noch keinen einzigen getroffen. Fünf Schüsse schon absolviert und jetzt hat sie noch drei. Und Viluchina muss nur noch eine Scheibe treffen. Meine Güte, jetzt muss sie in die Runde und zwar einige Male. Russland ist durch, Viluchina ist die Erste. Norwegen hat es auch gleich geschafft und Magdalena Neuner drohen Strafrundensatz. Was für ein Malheur. Tura Berger ist fertig. Jetzt also Russland vor Norwegen und Magdalena Neuner muss 600 Meter Strafe laufen. Acht Schüsse abgefeuert, auch nur zweimal getroffen. Da war aber ein richtig fetter Wurm drin. Wahnsinn. Und jetzt kommt auch Sophie Bourrier noch mal ins Geschäft um Platz 3. Russland ist vorn. Tura Berger noch mit einer Chance. Bourrier muss nachladen. Magdalena Neuner kreiselt. Hoffnung weiterhin auf Rang 3. Der Wind, na klar, der hat aufgefrischt. Aber die Russin hat gezeigt, er war beherrschbar. Magdalena Neuner hatte schon drei Fehler, als die Russin mit dem Schießen begann. Bourrier jetzt auf der Runde, auf der letzten 2-Kilometer-Schleife auf Rang 3. Wann kommt Magdalena Neuner? Wie viele Sekunden verrinnen noch? Hat sie noch eine Chance auf diesen dritten Platz?